we think all of space is filled with this condensate of the Higgs bosons. Wir glauben, der ganze Raum ist ausgefüllt vom Higgsfeld. Wenn ein schweres Teilchen in den Raum kommt, ist das wie bei Popstars. Alle Higgs-Bosonen versammeln sich um das Teilchen und hindern es am Weiterkommen. Wenn es ein masseloses Teil ist, kann es wie eine unbekannte Person quer durch den Raum gehen und nichts passiert. Die Dinge, die sehr schwer sind, um die sammeln sich die Higgs-Teilchen. Die Dinge, die wenig Masse haben, um die kümmern sich die Higgs-Teilchen nicht. Except when they want to order something. I was thinking, oh, we'll find not a Higgs, and we'll it's not there, and then we're going to have to do. Wenn wir kein Higgs finden, dann entwickelt jemand eine sehr verrückte Idee und hat damit vielleicht recht. Und dann müssen wir das erforschen. Wenn wir das Higgs finden, dann suchen wir nicht nach einer verrückten Idee, die uns über das Standardmodell hinausreicht. Mit dem Standardmodell ist es ähnlich wie mit der wundervollen Theorie Newtons der Bewegung und Gravitation. Nach seiner Entdeckung hat es mehr als 100 Jahre gedauert, bis Einstein die Relativitätstheorie aufstellte und sie akzeptiert wurde. Und sie wird immer noch nicht voll genutzt. Wir benutzen in vielen Fällen noch Newtons Theorie. Es erfordert einiges, bis Theoretiker so verzweifelt sind, dass sie verrückte Ideen entwickeln, um etwas Neues zu finden. Und wir wissen, wir brauchen etwas Neues, um das Universum zu verstehen. In order to truly understand the universe. What I am hoping is that they either find some candidate. Ich hoffe, dass sie einen Kandidaten für dunkle Materie finden. Denn die dunkle Materie könnte genauso kompliziert sein wie die uns bekannte Materie mit ihren 27 Teilchen. Oder wir könnten zusätzliche Dimensionen finden. Das wäre sehr aufregend. Ich hoffe, dass wir Dinge finden, die uns auf den richtigen Pfad bringen, zu neuen Theorien, die uns helfen, das Universum zu verstehen.